Ja, einen wunderbaren guten Morgen vom Zentrum für Yoga aus Bayern. Zentrum für Yoga bin ich, der Markus, und betreibe hier den Kanal auf YouTube, Markus Ritz Zentrum für Yoga. Heute gibt es ein paar Gedanken zum Leben, einen Text aus der Broschüre, Texte aus dem Leben, ja, vielleicht schon aus meinem Leben, die ich geschrieben habe, und es geht heute um die Magie des Lebens. Ja, die Magie des Lebens, ein Text in diesem Heft, ist, ja, das Leben ist magisch, sagen viele, und das Magische wird dann auch oft mit Gedankenkonstrukten beschrieben und gemacht. Schlussendlich ist das Leben magisch, wenn man so gut wie nichts mehr denkt. Das ist natürlich schwierig, aber wenn man einfach da ist, das Leben so lässt, wie es ist, und hinschaut, anschaut, betrachtet, dann erst wird das Leben magisch. Denn in der Regel haben wir das Leben ja verlernt. Das richtige Leben bekommt man ja normalerweise mit, in sein Wesen hineingepackt, und das Karma-Rucksäckchen, was wir so aufhaben, führt dann wohl dazu, dass wir so wie überschüttet werden mit gewissen Aufgaben, mit gewissen Hindernissen, die uns das Leben eben nicht leben lassen. Und so ist man immer auf einem Weg des Lernens und vergisst dadurch eben diese magischen Dinge, die dann urplötzlich mal ins Leben kommen. Man sieht einen schönen Ort, oder man hat einen coolen Kinofilm, dann ist man wieder, ist man da, und dann geht man wieder raus in den Alltag und vergisst das Ganze. Nun, wir haben es eben verlernt, könnte man auch sagen, oder eben durch das Karma-Rucksäckchen sind wir, oder haben wir gar keine andere Möglichkeit, als diese Dinge zu erleben, durchzuleben. Und schlussendlich haben wir es so wie eben, wie gesagt, verlernt, das Leben zu sehen, wie kleine Kinder noch. Wir werden dann vollgepackt mit Themen, mit Sorgen, mit Problemen, mit Meinungen, mit Vorgaben, wie das Leben zu leben hat. Und das führt uns weg von der Magie. Das heißt, man hat die Balance verloren zwischen dem vernünftigen Denken und dem Fühlen, was das Leben möchte. Wir haben ja nicht umsonst ein Gehirn bekommen zum Denken, braucht man, aber wie die überall so vorhandenen Dinge braucht es die Dualität, eben den richtigen Einsatz, die Balance. Ja, so wie ein Kamillentee trinken ist gut, wenn man 4 Liter jeden Tag trinkt, ist es irgendwann vielleicht nicht mehr so gut. Alles hat seine positiven und negativen Seiten. Und ja, das ist das Leben. Und diese Balance herzustellen, wie das Yin und Yang, das ist eben die Kunst, weil es immer in Bewegung ist. Man kann das Leben nicht anhalten, so jetzt bist du 100% Balance. Das kann nicht mal der perfekteste Seiltänzer auf der Welt, der wackelt immer ein bisschen. Klar, muss Gleichgewicht halten. Und im Leben muss man auch Gleichgewicht halten, um immer mehr, immer schneller, immer besser wieder in die Mitte zu kommen, dass man das Leben wieder als Leben betrachtet, als lebendig betrachtet und eben auch die Dinge sieht, die man eigentlich schon hat. Also eigentlich kann man wieder streichen, die man schon hat. Was hat man? Und gerne guckt man ja auf die negativen Dinge, ja, mir fehlt das noch, das noch, das noch, und vergisst dann eben die Seiten, was man schon hat. Man vergisst dann irgendwann im Alltag vielleicht die schönen Blumen, die man mal vor dem Haus gepflanzt hat, die netten Menschen, die man in seinem Umfeld hat, weil man immer noch so den Fokus auf das Dunkle richtet. Ja, muss auch sein, aber eben nicht zu viel. Die Magie des Lebens ist, wenn man das Leben nicht kontrolliert, wenn man es fließen lässt und sich sozusagen in das Leben so einbindet und lernt zu verstehen, wie man schwimmt. Ja, und je öfter man untergeht, vielleicht die Lebensthemen, die einen runterziehen,
desto mehr muss man sich wieder bemühen, wieder an die Oberfläche zu kommen, um zu sehen, wo man da hinkommt, wo man hingeht. Vielleicht gibt es eine Flussgabelung, wo man abbiegen muss, muss man mal ein bisschen kräftiger schwimmen. Und ansonsten ist es immer wichtig, mitzufließen. Man kann nicht alles kontrollieren im Leben. Das Magische, es kommt, es geht, es ist da, es ist schön, es ist schlecht, es ist in Geburt, es ist im Tod, es ist im Wachstum, im Vergehen. Das ist die Magie des Lebens. Nicht das Sonnige immer, sondern auch die dunklen Seiten, die man eben betrachtet und die auch da sind. Und die einem etwas geben, etwas lernen und eben auch das Dunkle schafft im Leben, im materiellen Leben auch eine Art Balance. So wie Strom fließt, Plus und Minus, wenn es nur Plus gibt, fließt kein Strom, bewegt sich nichts mehr. Und ja, in Beziehung ist es ja auch so, das muss einfach die Balance da sein, sonst funktioniert es nicht mehr. Auf der Arbeit, zu viel Arbeit ist nichts, zu wenig ist auch nichts, es muss einfach so für jeden Menschen individuell passen. Ja, die Magie des Lebens. Ja, könnte man wieder betrachten. Wenn ihr mein Heft möchtet, schreibt mir, dann schicke ich euch das gerne zu. Es gibt zwei Hefte, zwei Broschüren eben mit Texten aus dem Leben, für das Leben. Alles selbst geschrieben, nicht abfotografiert oder kopiert, sondern ist alles von mir. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!